meine Lieben. Sicher wollt ihr wissen, was geschieht in dieser Woche. Heute ziehe ich für die ersten 6 Sternzeichen vom Widder bis zur Jungfrau jeweils eine Tarotkarte. Und ihr könnt gespannt sein, was in dieser Woche vom 19. bis 25.06.2017 auf euch zukommen kann. Wir beginnen also mit dem Widder. Deine Tarotkarte ist der Narr. Das ist der Narr. Diese Karte steht auf Unschuld und bedeutet, bringe dir diese Leichtigkeit in dein Leben. Du hast nicht immer für alles die richtige Antwort. Am besten ist, du tust so, als wüsstest du alles. Die Antworten kommen dann ganz von allein. Jetzt der Stier. Deine Tarotkarte ist die Liebende und zeigt, wie sich zwei Menschen die Hände reichen und vom Erzengel Raphael gesegnet werden. Das bedeutet, dass in Kürze eine Entscheidung in der Liebe fallen wird. Diverse Begegnungen in dieser Woche lassen dich übersensibel reagieren und du erlebst neue Aspekte. Dabei kann die Liebe eine große Rolle spielen. Zum Zwilling. Deine Tarotkarte ist die Hohepriesterin. Diese sitzt auf einem Thron, von vielen Symbolen umgeben. Diese Karte steht für Intuition. Du hast unzählige Möglichkeiten, die du ausschöpfen und entdecken kannst. Diese Phase ist spannend, denn es gibt nicht nur rechts und nicht nur links. Warte ab und unternimm nichts. Handle intuitiv und du wirst sehen, es regelt sich alles von alleine. Der Krebs. Deine Tarotkarte ist das Rad des Schicksals. Die Figuren am Rand stellen die 4 Evangelisten dar. Es ist eine positive Karte und sie steht für das Glück. Während ich dir das sage, müssten deine Augen leuchten und du spürst, wie dein Herz voller pochender Freude und Hoffnung klopft. Es ist möglich, dass du dich von Teilen deines alten Glücks trennst und verabschiedest. Doch hab keine Angst und jammere nicht. Jetzt ist es Zeit. Nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Das ist deine Chance für einen tollen Neubeginn. Zum Löwe. Deine Tarotkarte ist der Turm. Der Turm, er steht für Zerstörung. Diese Karte zeigt, wie Flammen aus den Fenstern kommen und Blitze vom Himmel niedersausen. Du wirst plötzlich und schonungslos erkennen, das ist die reale Wahrheit und Wirklichkeit. Du neigst sehr leicht dazu, bei Rückschlägen zu verzweifeln. Und dann resignierst du. Es ist ratsam, bei künftigen Beziehungen etwas vorsichtiger und sensibler zu sein und zu reagieren. Zur Jungfrau. Deine Tarotkarte ist die Kraft und steht für Stärke. Diese Karte zeigt, wie eine Frau einen Löwen zähmt. Sie weist in deiner Partnerschaft darauf hin, deiner Sexualität mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Lass dich doch einfach einmal gehen und schalte deinen Kopf aus.
das befreit und du wirst eine wunderbare Harmonie erleben. So, meine Lieben, das war nun der erste Teil von Widder bis Jungfrau und morgen folgt der zweite Teil von Waage bis zu den Fischen. Eine wundervolle Zeit wünscht euch eure Deria.